Hallo zusammen, der Jörn hier von Subconscious und May the Silence Fail und klar, ehemals natürlich Sonnengott. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video für euch. Aus welchem Anlass? Oder zu welchem Anlass? Eher nostalgischer Natur. Und zwar habe ich mir vor ein paar Monaten diese Gitarre gekauft. Das ist eine Ibanez Ghost Rider, oder Ibanez GR520 VS, für alle, die die Modellbezeichnung wissen möchten. Die habe ich mir von einem netten alten Herrn gekauft. Ist ein super Zustand. Warum erzähle ich euch das? Mit dieser Gitarre, ich weiß jetzt nicht genau, ob es genau die war, wobei ich mich tatsächlich noch so dunkel erinnern kann, dass meine auch so eine relativ markante Maserung, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, ja, so eine markante Maserung hatte. Deswegen wäre total witzig, wenn das wirklich genau die Gitarre wäre. Aber egal, mit dieser Gitarre habe ich unsere allererste Promo eingespielt. So sah das aus, das war unsere Promo-Mappe, Sonnengott-Promo-Mappe. So sah das innen aus. Mit der haben wir uns dann, war natürlich noch die CD drin, mit der haben wir uns dann bei den Plattenfirmen beworben. Meine Güte, wir waren schon jung. Tja. Mark Kassler, Armin Pohl in der Mitte und ich dann hier auf der rechten Seite. An Songs waren da drauf: Sonnengott, Retter der Welt, Fleischwut und Der Erlöser. Wie gesagt, 1997, ja, haben wir uns dann beworben. Wir haben dann auch letztendlich einen Vertrag bekommen. Und ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele euch einfach mal einen Song eben aus dieser Promo. Spiele ich euch jetzt einfach mal für euch. Deswegen viel Spaß und ciao.